Hallo, liebe Deutschlerner. Vielleicht habt ihr in meinem letzten Video mitgekriegt, dass jemand mir dazwischen gerufen hat. Ja, ich habe ein Video so aufgenommen, so ich laufe lang mit meiner Kamera, halte die so vor mir und das sah lustig aus für eine Passantin. Und ich habe über den deutschen Ausdruck eher nicht geredet und sie hat dazwischen gerufen, ja oder... Oder auch nicht, oder also im Zusammenhang mit dem, was ich gerade geredet habe, hat sie etwas dazwischen gerufen. Und das war eine lustige Situation. Und was sie gemacht hat, ach übrigens, ich werde hier einen Link zu diesem Video auch reinmachen, damit ihr wisst, worüber ich rede. Nein, aber was sie gemacht hat, ist ganz interessant. Was sie gemacht hat, ist, sie hat mich aus dem Konzept gebracht. Ja, danach konnte ich nicht mehr so gut denken und ich habe dann auch gesagt, das war's und tschüss, weil ich nicht mehr denken konnte, weil sie hat mich aus dem Konzept gebracht. Ja, und das ist ein interessanter Ausdruck, finde ich, jemanden aus dem Konzept bringen. Und zwar heißt Konzept heißt eigentlich Idee, ja, Konzept ist so etwas wie eine Idee oder eine Strategie vielleicht auch, ja, das ist ein Konzept und jemanden aus dem Konzept bringen, ja, jemanden aus dem Konzept bringen heißt so viel wie jemanden verwirren, ja, jemanden, ich hatte eine Idee, was ich sagen wollte, ich hatte ein Konzept, was ich sagen wollte. Ich habe mir überlegt, was ich sagen wollte. Ich hatte eine Idee und sie hat mich aus dem Konzept gebracht und dadurch hatte ich sozusagen die ganzen Erinnerungen verloren, die Erinnerung darüber verloren, was ich sagen wollte. Ich habe mich nicht mehr erinnert, was ich noch alles sagen wollte. Ich war ein bisschen verwirrt. Und im Deutschen sagt man dazu, jemanden aus dem Konzept bringen. Okay, ich hoffe, das war hilfreich für euch. Und wir sehen uns morgen. Und dieses Video beende ich zu einem guten Zeitpunkt, denn ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte und ich wurde nicht aus dem Konzept gebracht. Insofern ist alles super für heute und bis morgen, die Sonne. Oh, oh herrlich. Oh, tolle Sonne. Die Sonne scheint mir direkt ins Gesicht, aber es ist schön. Schön angenehm, schön warm. Ich hoffe, bei euch ist es auch so herrlich wie hier. Und jetzt sage ich zum dritten Mal oder so, versuche ich das Video zu beenden und sage jetzt bin ich aus dem Konzept gebracht. Jetzt bin ich aus dem Konzept gebracht, weil ich jetzt schon zum dritten Mal das Video beenden will. Aber das war's und bis morgen und jetzt kommt auch der Wind und bis morgen. Tschüss.